Meine Damen und Herren, liebe Freunde, in den letzten Tagen konnten wir vermehrt Meldungen in den Medien wahrnehmen, die in Zeiten vor Corona maximal als Satire oder britischer Humor durchgegangen wären. Ich fasse nur mal kurz zusammen. In Hamburg bohrte die Polizei mitten in der Nacht eine Wohnungstür auf, weil dort angeblich Corona-Verstöße stattfanden, was sich als falsch erwies. In Essen stürmten Polizisten einen Kochabend von zwei Freunden. Ebenfalls mit der Rechtfertigung von Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen. Dann gab es noch ein Video, das in einem Hamburger Park aufgenommen wurde. Hier verfolgte ein Streifenwagen einen Jugendlichen, der davonlief. Bei der kurzen Jagd wären beinahe zwei Polizisten und der Jugendliche selbst überfahren worden. Und warum? Der Junge hatte nicht etwa eine Straftat begangen. Er hatte wohl Freunde umarmt. Und als letztes Beispiel: Im Englischen Garten in München ist die Polizei ebenfalls eifrig dabei, die Corona-Verordnungen durchzusetzen. Mit dem Lineal. Tatsächlich streifen die Beamten hier über das Gelände und messen die Abstände zwischen den Leuten. Kein Witz. Ich muss zugeben, diese Entwicklung macht mich ein Stück weit sprachlos. Ich frage mich, wie konnte es so weit kommen und wie weit wird es noch gehen? Was ist mit Söders Polizisten los, dass sie diesen Irrsinn mitmachen? Wo ist das schlechte Gewissen jener Ordnungshüter, die für unseren Schutz zuständig sind und nicht dafür, den normalen Bürger zu drangsalieren und zu kontrollieren? Wir müssen diesem Wahnsinn Einhalt gebieten. Es liegt aber auch besonders in der Verantwortung unserer Polizisten selbst, sich vor ihrer eigenen Moral zu fragen: Handle ich hier noch im Namen des Volkes und im Namen unseres Rechtsstaates? Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.